Autos sind wie Spielzeug zusammengeschoben, ganze Straßenzüge sind unter Schlamm begraben. Nach den verheerenden Regenfällen im Osten und Süden Spaniens wird nun das ganze Ausmaß der Katastrophe sichtbar. Am schlimmsten betroffen ist die östliche Region Valencia. In der gleichnamigen Provinzhauptstadt türmen sich Dutzende Fahrzeuge in den Straßen. Viele können nicht fassen, was die Wassermassen angerichtet haben. Wir haben einen jungen Mann auf einem Feld gesehen. Er wurde von den Fluten weggespült. Er saß auf einem Auto und versuchte, in ein anderes Auto zu springen und wurde davongerissen. Leute haben von Menschen berichtet, die sich an Bäume geklammert haben und davongerissen wurden. Alles ist einfach von hier nach da getrieben. Haben Sie so etwas schon mal erlebt? Noch nie. Wie war es gestern? Übertrieben. Wenn du es siehst, sagst du dir, sehe ich das wirklich? Die sintflutartigen Regenfälle trafen Ost- und Südspanien vor allem am Dienstag. In einigen Gebieten fiel an einem Tag so viel Regen wie sonst in einem ganzen Jahr. Die Behörden geben die Zahl der Todesopfer mit mindestens 95 an, die meisten in der Region Valencia. Aber viele Menschen in den betroffenen Regionen werden noch vermisst, sodass die Opferzahlen noch steigen dürften. Die Regierung rief eine dreitägige Staatstrauer aus. König Felipe sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Er dankte den Einsatzkräften für ihre titanischen Anstrengungen. Die Bundesregierung und die Europäische Union sagten Hilfe zu.